Bürger des Landes, Abgeordnete des Landtags, Frau Präsidentin, Elektromobilität. Mit diesem Zauberwort wollen die Fraktionen SPD und CDU die westliche Kultur der energetischen Verschwendung in ein neues Zeitalter retten. Der Antrag, genauer gesagt seine Begründung, zeigt die Hoffnung, die etablierte Politiker des Landes mit diesem Projekt verknüpfen. Dass die Klimakatastrophe auslösen sollende CO2 in seiner durch den Menschen verursachten Ausbringung möglichst auf Null zu verringern und die Abhängigkeit von Erdölimporten zu vermindern. Diese Abhängigkeit lähmte 1973 während der Ölkrise die Wirtschaft, brachte Deutschland während des Krieges derart in Bedrängnis, dass ein Schlag Stalins gegen die Ölfelder von Ploiești in Rumänien unmittelbar nach der mit Gewaltandrohung erpressten Besetzung der Bukowina und Bessarabiens 1940 den Krieg binnen Wochen mit einer Niederlage Deutschlands beendet hätte. Doch Stalin zögerte noch. Die Umstellung individueller Fortbewegung vom mineralischen bzw. agrarischen Treibstoff auf elektrischen Antrieb bietet nach Ansicht der SPD-CDU-Fraktion große Potenziale. So etwa um einen von den Antragstellern gar nicht thematisierten, aber doch drohenden Verkehrskollaps wegen unerschwinglicher Kraftstoffpreise und dem damit einhergehenden Versorgungskollaps zu entkommen. Man unterstellt mit der Elektrifizierung eine wesentliche, das heißt die entscheidende Stellschraube für den Verkehr der Zukunft in der Hand zu haben. In gewisser Weise können sich die durch die Verteuerung des mineralischen Öls und die beschränkten Kapazitäten des Agrotreibstoffs erzwungene Umstellung der Fahrzeuge auf Elektroantrieb als Stellschraube einer völlig anderen Art von Zukunft erweisen. Dazu muss man zunächst bedenken, dass die Sandkastenspiele der Politiker vom Raumschiff Landtag wie so häufig den Boden der Realität verloren haben. Denn um jene Chancen der Elektromobilität zu heben, sind zunächst erst einmal Aufwendungen vonnöten, die die bestehenden und jetzt schon auf Jahrzehnte durch Überschuldung gelähmten westlichen Gesellschaften überfordern könnten. So wird die Schraube für den zukünftigen Verkehr ganz andere Weichen stellen, als sich viele erträumen. Für den Elektroantrieb sind riesige Kapazitäten an Kupfer für die Motoren und gewaltige Mengen Lithium für leistungsfähige Batterien erforderlich. Die größten Lithiumvorkommen in Bolivien hat sich bereits China gesichert. China betreibt eine restriktive Nationalökonomie und wird kaum den westlichen Zivilisationen etwas abgeben. Wer dagegen alternativ lieber auf Wasserstoff-Elektroantrieb setzt, benötigt das seltene Platin und Palladium für die Brennstoffzellen. Das wird den Preis pro Zelle dramatisch in die Höhe treiben, statt ihn durch Massenproduktion zu verbilligen. Elektromobilität führt zu Elitemobilität. Die sauteuren Autos wird sich kein Normalsterblicher leisten können. Das wiederum führt zum Zusammenbruch der Autoindustrie, der radikalen Einschränkung der Flexibilität der Bürger und wird der Globalisierung von Warengütern ein Ende bereiten. Die gesamte Wirtschafts- und Sozialstruktur wird sich umstellen müssen. Regionalisierung und Nationalisierung werden eine weltweit agierende Oberschicht und Finanzoligarchie, die heute schon die Währungs- und Haushaltsgrundlagen zerstört, revolutionär hinwegfegen oder zur radikaler Umkehr zwingen. Träumen Sie weiter von Ihren Elektrospielzeugen fürs Gemeindevolk? Scheint die Sonne noch so schön, auch mit Strom, einmal wird sie untergehen. Ja, aber vorher trinke ich noch einen, ja, danke. Ah, das ist ja verboten im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.